Willkommen im Waghaus, willkommen zu diesem Nouvelle Vague Talk vom Filmfestival Bozen. Benvenuti e benvenute anche alle spettatrici e spettatori in lingua italiana. Vorrei specificare che questo live talk lo terremo in lingua tedesca, il film era anche in lingua tedesca, oddio, molto tedesco non era, era molto svizzero comunque, per cui parleremo d'ora in poi in lingua tedesca. So, eben, willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher. Ich nehme an, ihr habt den Film schon gesehen, den Film Beto von der Schweizer Regisseurin Gitta Xell, die wir heute auch hier haben, als Gast, als Special Guest, würde ich sagen, mit der wir dann auch über diesen Film ein bisschen reden werden. Gitta, ich möchte gleich dann mit dir auch anfangen zu plaudern, bevor ich dann auch die anderen zwei Gäste dann einführe und vorstelle. Wie kam es eigentlich überhaupt zu diesem Film? Was war der Anlass, dass du auf die Idee gekommen bist, so einen Film zu drehen? Also erstmal guten Abend. Und der Film basiert auf einem Roman, und zwar von Yusuf Yesilöz. Der Roman heißt Hochzeitsflug. Den habe ich vor etwa 10 Jahren gelesen und fand das sofort ein Thema, das erstens gut sich für einen Film eignet und einfach extrem wichtig ist. Dummerweise ist es auch nach 10 Jahren immer noch total aktuell. Es hat sich nicht wahnsinnig viel gebessert oder geändert in dieser Zeit. Aber ja, ich denke einfach, der Film ist immer noch sehr wichtig und relevant. Und wie fandest du dann auch die Schauspielerinnen und Schauspieler? Ich meine, die haben dann teilweise Türkisch gesprochen, teilweise Schweizerisch. Also das heißt, du hattest offensichtlich Kontakt zur türkischen Community, die in der Schweiz lebt. Ja, also wir haben da einen Flyer an alle gesendet, Facebook etc. Haben gesagt, wir suchen einen jungen, sportlichen Mann mit türkischem Background, der auch Türkisch spricht und Schweizerdeutsch. Da haben sich etwa 40 oder 50 junge Männer gemeldet. Sobald sie hörten, dass sie einen schwulen jungen Mann spielen sollten, ist über die Hälfte ausgestiegen, weil sie gesagt haben, ihre Eltern würden das absolut nicht akzeptieren. Sie können das nicht machen. Und wir haben ja keine professionellen Schauspieler in diesem Alter, das ist ja sehr jung. Es war also ein Laie und schlussendlich hat sich dann Burak Ates, er hat dann gesagt, er macht das, aber auch er hatte Schwierigkeiten mit seinen Eltern. Das war nicht ganz einfach. Wow. Also das heißt, wir sind schon mitten im Thema. Es geht uns nämlich auch um eine Diskriminierung. Ich glaube, dass bei diesem Film ja so auch so klar wird, so diese doppelte Diskriminierung, ja, also dieses Türke-Sein in einer Schweizer Gesellschaft, wo die Akzeptanz einfach so ein bisschen wackelig war und noch dazu Schwulsein in der türkischen Community. Da möchte ich eigentlich gleich eine Frage aufwerfen, die so zufällig entstanden ist. Ich habe mit Freundinnen und Kolleginnen vor einigen Tagen über diesen Film gesprochen, den wir gesehen hatten, über Beto. Und dann kann ich mich nicht erinnern, wie es kam, aber auf jeden Fall dazu, dass jemand von Cisgender gesprochen hat. Und einige wussten nicht, was Cisgender bedeutet. Also das bedeutet, das ist die Bezeichnung für jene Menschen, die sich mit dem Geschlecht, mit dem sie geboren sind, auch identifizieren. Und dann kam sozusagen eine Bemerkung von einer Bekannten, die gesagt hat, ja, braucht es jetzt eigentlich auch eine Definition für das, was normal ist? Und da würde ich gerne einfach einmal die Frage an Martine gleich werfen. Martine ist in Südtirol eigentlich bekannt. Sie hat vor 2 Jahren, glaube ich, den Film Becoming Me gedreht, der auch beim Filmfestival präsentiert wurde und ich glaube einfach sehr zu viel Gespräch und Debatte in Südtirol zu dem Thema geführt hat. Und danke für diesen Film, der war wirklich sehr, sehr toll, hat mich damals auch sehr berührt. Und jetzt einfach diese Frage an dich. Was brauchen wir Definitionen? Wofür brauchen wir Definitionen? Ja, also
Erstens mal danken müssen wir auch den Marian, weil der natürlich die Hauptfigur meines Dokumentarfilmes war und der sich auch filmen hat lassen, was in Südtirol ja auch manchmal schwierig ist. Aber ich glaube, die Definition von Normalität ist sehr interessant, weil Normalität kann man ja nicht definieren. Was ist denn normal? Und deswegen finde ich es total spannend, dass sich ein Mensch, der anscheinend oder die anscheinend sich als normal empfindet, das Gefühl hat, dass für ihre eigene Normalität kein Wort benutzt werden darf, weil sie ist ja normal. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich muss ehrlich sagen, einfach nur jetzt abgesehen von Theorien oder Nicht-Theorien, mein Älterwerden, sagen wir mal, zeigt mir, dass Normalität eine sehr wackelige Angelegenheit ist. Also normal kann sich eigentlich fast kein Mensch nennen, kommt mir vor. Also ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber ich finde es sehr faszinierend, dass in dieser, vor allem in Südtirol, vielleicht auch in der Schweiz, das weiß ich nicht, aber dass Normalität so etwas ist, wonach man strebt. Und eigentlich ist ja Normalität für mich auf jeden Fall etwas, was mich einengt, oder? Ich kann ja nicht ich sein, wenn ich normal bin, irgendwie. Jeder, ich weiß nicht. Also jetzt gebe ich mal den Ball weiter. Ja, den Ball weiter vielleicht an den Jürgen Bieger. Jürgen lebt in Köln schon seit vielen Jahren und leitet das Jugendzentrum Anyway. Jürgen, was würdest du dieser Bekannten als Antwort geben? Brauchen wir eine Definition für Normalität? Was ist überhaupt Normalität? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich habe mir gedacht, weil du eingeleitet hast mit Cisgender, dann dachte ich mir, das ist gar nicht so ein junger Begriff, sondern der wurde 1991 eingeführt von einem Sexualwissenschaftler, den Volker Sigusch. Also der Begriff ist schon 30 Jahre alt, der hat dann nur 30 Jahre gebraucht, um ein bisschen in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und Cis sagt ja nichts anderes als wie das Gegenteil von Trans und heißt, kommt vom Lateinischen und heißt diesseits und trans eher jenseits. Ich denke mir immer, was ist normal? Das hängt immer davon ab, in welchem Zeitalter man lebt, in welcher Kultur man lebt. Das hängt davon ab, in welcher gesellschaftlichen Schicht man lebt. Das hängt davon ab, ob man eher im Norden oder im Süden lebt. Also es gibt eigentlich keine Normalität. Entweder sind wir alle normal oder wir sind alle nicht normal. Deshalb, genau, glaube ich, das gibt es halt nicht. Viele, glaube ich, setzen Normalität mit Mehrheitsgesellschaft gleich. Aber auch, was die Mehrheitsgesellschaft ist, das verändert sich sehr stark. Wir leben in einer sehr pluralen Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen aufhören, in Kategorien zu denken, normal und nicht normal. Wir alle genießen es, dass wir vielfältiger leben können, dass wir uns viel mehr bewegen können außerhalb der Corona-Zeit. Und dazu gehört es eben auch, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern dass es verschiedene geschlechtliche Identitäten gibt und dass es auch verschiedene sexuelle Orientierungen gibt. Übrigens hat es die immer schon gegeben, auch in allen Kulturen, das zeigen alle Studien. Deswegen kann ich mit dieser Frage nichts anfangen, kann sie aber verstehen. So. Okay. Aber dann würde ich dir gleich meine nächste Frage stellen, Jürgen, weil du arbeitest ja mit Jugendlichen, die ja sozusagen jenseits der Heteronormativität leben, sozusagen, ja? Welche Herausforderungen haben diese Jugendlichen zu bewältigen in einer Gesellschaft, die eigentlich sich nach Normalität sehnt und die Normalität ständig unterstreichen möchte, würde ich jetzt mal sagen? Ja, ich glaube, ganz viele Herausforderungen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Hängt jetzt natürlich auch wieder davon ab, wo ich lebe, ob ich in der Stadt lebe, auf dem Land lebe, vielleicht auch, ob ich in Berlin lebe oder ob ich in Bozen lebe. Das sind einfach große Unterschiede, ob ich in Istanbul lebe oder irgendwo auf der Welt. Aber ich glaube, was die meisten LGBTIQ-Jugendliche, also lesbisch, schwule, bi, trans, intersexuelle Jugendliche einigt, auch heute noch, auch wenn sie in Großstädten leben, ist die Einsamkeit, ist die Unsicherheit, aber auch die Angst vor Diskriminierung und vor allem die Angst vor der Diskriminierung in der Schule und in der Familie. Das sieht man auch hier im Film ganz gut.
Das heißt, Familie sollte eigentlich ein sicherer Ort sein, ist aber für die meisten LGBTIQ-Jugendliche der gefährlichste Ort. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass Eltern eben mit dem Thema nicht klarkommen, dass es zu psychischer, zu physischer Gewalt gibt, dass die Eltern zu den Jugendlichen sagen, du musst anders werden, du musst dich zusammenreißen. All das sieht man auch im Film. Das ist nichts typisches Türkisches. Das hat eher was mit Religion zu tun, auch mit der katholischen Religion. Wir erleben das auch in Südtirol, aber auch hier mitten in Köln. Das ist sehr religiös geprägt, diese Anschauung. Genau, das führt dazu, dass Jugendliche sich einsam fühlen, alleine fühlen und daraus resultieren dann oft auch psychische und psychosomatische Erkrankungen. Wir wissen, dass LGBT-Jugendliche häufiger an Depressionen leiden, an Essstörungen. Wenn ich jetzt an dich, Raffaella, denke als Koordinatorin der Fachstelle für Essstörungen, auch da sind schwule, junge Männer viel häufiger davon betroffen als heterosexuelle Männer. Und genau, ich glaube, das ist so das Wichtigste, diese Einsamkeit, diese Isolation. Das hat auch damit zu tun, dass das Coming-out meistens zwischen den 13. und 17. Lebensjahr stattfindet. Das ist das Zeitalter der Pubertät. Also da verändert man sich. Die Familie spielt eigentlich nicht mehr diese große Rolle. Man will auch in der Peer-Gruppe, also in der gleichaltrigen Gruppe angesehen sein. Man will dann mitmachen. Und da merkt man, oh, die anderen sind nicht gleich wie einen, die vielleicht auch ich habe gesagt, die Schule ist auch ein homo- und transfeindlicher Ort und ist ein gefährlicher Ort, eben wegen den Gleichaltrigen, weil dann sehr hoher Anpassungsdruck entsteht und sozusagen die Jugendlichen alleine sind. Und deshalb ist es mir so wichtig und ich finde auch die Arbeit hier in Köln so gut. Das ist ja eins der ersten queeren Jugendzentrums Europas, das ich leite, dass eben auch für Jugendliche ein sicherer Ort geschafft werden muss. Und das ist mir heute ganz ein wichtiges Anliegen, auch ein Signal nach Bozen dazu schicken. Mittlerweile gibt es solche queere Jugendeinrichtungen. In Wien wird jetzt gerade auch eins eröffnet. Und ich glaube, Bozen muss sich da auch auf den Weg machen. Es gibt eine queere Jugendgruppe, aber da braucht es mehr, da braucht es sozialpädagogische Begleitung. Wenn wir die Zahlen sehen, LGBT-Jugendliche bringen sich 4 bis 6 Mal häufiger um als heterosexuelle Jugendliche. Und ich glaube, alle, die diesen Film auch gesehen haben, wissen oder haben jetzt auch gespürt, wie dramatisch das sein kann, wenn es keine Unterstützung gibt. Gitexel, dieser Film, du hast vorhin gesagt, es hat so einen Film gebraucht. Was war eigentlich so deine Hoffnung, was du mit diesem Film erreichen könntest? Ja, natürlich schon. Ich glaube, das hat sich auch bestätigt, dass ganz viele Leute, die den Film sehen, sich in diesem Film sehen können und auch das Gefühl haben, da wird endlich mal über sie geredet oder über sie irgendwie etwas gezeigt. Das ist sicher das eine. Und was ich natürlich möchte, ist mehr Toleranz, mehr Offenheit, dass man ein bisschen genauer hinschaut. Und wenn man den Schluss des Films anschaut, auch dass neue Lebensentwürfe möglich sind, dass man vielleicht ausbrechen muss, um wirklich sein quasi neues Zuhause zu finden. Mhm. Ja, es war ja beeindruckend. Du hast ja gesagt, du hast dich schwer getan, Jugendliche zu finden, die bereit waren, einen schwulen jungen Mann zu spielen, ja, weil sie Angst hatten vor der Reaktion ihrer Familien. Haben Sie da auch ausgesprochen, was konkret die Angst war? Ja, es ist halt einfach die Nicht-Akzeptanz. Und was ich wirklich komisch fand, ist, dass es so extrem schlimm sein kann, eine Rolle zu spielen. Genau. Dass da die Eltern das absolut nicht akzeptieren. Und es ist jetzt wirklich meine Monate nach Premiere des Films ist es immer noch so, dass die Eltern von Burakates, dem Hauptdarsteller, das nicht akzeptieren. Sie akzeptieren nicht, dass er diese Rolle spielt? Ja. Warum? Ja. Wie bitte? Warum? Ja, einfach nur schon die Idee, dass er einen schwulen jungen Mann spielt, finden sie so extrem.
Oder? Was werden da wohl die Leute sagen? Ja, also es ist wieder halt die ganze Community, oder? Wie wird die das anschauen? Haben die jetzt plötzlich das Gefühl, er sei schwul? Wie schauen sie denn die Eltern an? Wie schauen sie die Eltern an, dass sie so etwas erlauben? Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, Martine, ich finde hier sozusagen auch einen interessanten Übergang. Als ich mir deinen Film damals angeschaut habe, habe ich mir gedacht, der ist eigentlich so ein bisschen fast eine Happy-Situation, weil ich durch deinen Film den Eindruck hatte, dass Marian eigentlich sehr akzeptiert ist in seiner Familie, in seiner Community, im Dorf, in der Schule, wo er unterrichtet. Ist das wirklich so? Also gibt es wirklich so Gesellschaften, die so aufnehmend sind, wie in dem Fall Kaltern? Eppern, aber... Okay, Eppern. Ja. Also das ist die Frage, die ich jedes Mal kriege. Also okay. Jedes Mal fragen mich die Leute danach, egal wo ich ihn hergezeigt habe, stimmt es wirklich so? Und es stimmt wirklich so. Also ich glaube es gibt immer zwei Sachen. In Südtirol gibt es diese Gesellschaft, unter anderem habe ich ja von Gitta den Film natürlich gesehen und ich fand in dieser türkischen Community schon viel Widerhall von unserer Gesellschaft. Also ich kann das alles nachvollziehen und auch diesen Druck, den die Eltern haben, den die Eltern aufs Kind machen, den Druck, der dass man in der Gesellschaft sich anpassen muss und Sachen machen muss, damit es allen gut geht, weil sonst wer weiß, was passiert. Das spüre ich auch in Südtirol. Aber ich glaube, wie in allen Gesellschaften, da will ich keine Ausnahme, gibt es auch Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit finde ich schon, dass man die nicht vergessen darf und dass nicht vergessen darf, dass Menschen oft einfach viel offener sind, als man denkt und als man vorher gedacht hat. Also ich bin lesbisch, ich habe mich schon ganz früh geoutet und ich hatte eigentlich noch nie, außer so Kleinigkeiten, die man halt in Südtirol so mitkriegt, dass man immer der Paradiesvogel ist, dass man immer die Einzige ist, die geoutet ist, dass man immer sagt, ah ja, wirklich bist du lesbisch, oder dass man dann kurze Haare sagt und die Leute sagen, ah ja, klar, weil die ist lesbisch. Und das, also man wird schon schachtelt, aber negative Erfahrungen an sich hatte ich nie, also habe ich auch nie gehabt. Und bei Marian sieht man halt total, dass er auch eine ganz, für wie er ist eine Person, die sich ganz stark auf andere Menschen einlässt und ihnen auch erklärt, ihnen auch Zeit gibt, also seine Transition zu erleben oder zu überdenken oder zu verarbeiten und gibt ihnen immer wieder, also den Menschen rund um ihn, die Möglichkeit, mit ihm zu reden, um zu verstehen, wie es ihm geht und was läuft. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass Menschen, wenn sie wissen, warum ein Mensch diesen Schritt macht, dass sie dann sehr wohl verstehen, dass das eine der menschlichen Konditionen ist, die einem Leid zufügen. Und interessant fand ich auch, dass praktisch wo der Marian sich geoutet hat und mit vielen Menschen und mit vielen Eltern auch gesprochen hat, dass da ganz viele Menschen gekommen sind und die das als Anlass genommen haben, über eigene Probleme zu sprechen. Zum Beispiel einmal ist halt das gewesen, dass ein Mensch ihm gesagt hat, na gut, dass du mir das gesagt hast, weißt du, bei mir ist es auch ganz schlimm in der Familie, weil ich will den Hof nicht übernehmen. Und das ist einfach gleichgesetzt worden mit dieser Transidentität. Und das stimmt ja auch. Also es sind ja menschliche Konditionen, die einfach da sind. Und ich finde, je mehr man über solche Sachen spricht, und Gott sei Dank sind wir ja jetzt in einer Gesellschaft, wo das möglich ist auch, desto mehr findet man ja Akzeptanz und desto mehr verstehen auch Leute, dass normal einfach nur ein Wort ist, das aber nicht gelebt werden kann. Mhm. Weißt du, Martine, in diesem Bekanntenkreis, wo ich eben vorher erzählt habe, dass wir über die Cisgender-Frage diskutiert haben, kam noch eine Bemerkung, die mich beschäftigt hat. Und zwar hat ein Vater von jugendlichen Kindern gesagt, wenn er so seine Kinder beobachtet, hat er den Eindruck, dass diese fluide Geschlechtsidentität im Moment auch ein bisschen eine Modeerscheinung ist. Wie siehst du das? Ist es eine Modeerscheinung oder sind wir jetzt endlich frei, uns
darüber mehr zu äußern. Gibt es wirklich so viele Menschen, die eine fließende Geschlechtsidentität haben, wie man so sagt? Also ich finde, da gibt es zwei Aspekte. Ich glaube, diese ganz krasse Trennung zwischen Frau und Mann und diesen ganz krassen Geschlechterrollen zwischen Frau und Mann, das spitzt sich immer mehr zu. Man sieht es auch zum Beispiel bei Kinderspielzeug, das entweder rosa oder blau ist oder irgendwie total gegendert wird. Also das ist wenn du ein Messer, auch ein Taschenmesser kaufst für ein Mädchen, dann muss es rosa sein. Und das finde ich schon sehr faszinierend, weil ich eigentlich der Meinung war, dass nach Judith Butler das mit dem Gender ein bisschen abgehackt war. Aber anscheinend nicht. Und ich glaube, diese absolut krasse Identifizierung mit einem Geschlecht als wesentlichen Teil des eigenen Seins. Das ist in unserer Gesellschaft ganz stark. Und dann muss ich sagen, es ist immer noch so, dass Frauen meiner Meinung nach intuitiv viele Frauen oder junge Mädchen verstehen, dass sie in einer schlechteren Position sind gegenüber Männern. Und da finde ich es sehr, sehr, wenn man mir gesagt hätte, als 14, 15, 16, 17-Jährige, du darfst jetzt ein Mann werden, dann hätte ich es gemacht. Weil ich gewusst habe, dass Männer es in unserer Gesellschaft leichter haben. Sie dürfen, keine Ahnung, Fußball spielen oder sie dürfen. Und das ist wichtig. Also ich finde immer noch faszinierend, dass man jedes Mal im Radio hört, was für ein Fußballteam was gemacht hat. Das ist doch total, da gibt es doch viel wichtigere Sachen. Ich habe gewusst, dass man mir unterstellen werden wird, dass ich schlechter in Mathematik bin, dass man mir unterstellen wird, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht machen kann, weil ich eine Frau bin. Ich habe das gewusst, ich habe das gespürt und ich habe das gelebt. Und dann hätte ich sofort gesagt, ja, ich will ein Mann werden. Deswegen und nicht, weil ich mich jetzt, weiß Gott, wie männlich fühle oder weil ich keine Frau sein will. Im Gegenteil, es ist nur, dass die Modelle von Männlichkeit und Weiblichkeit, die mir präsentiert wurden, und das war vor 30 Jahren, nicht meinem Sein entsprochen haben. Ich will nicht so sein. Ich will anders sein. Ich will ich sein. Und das ist immer noch mit 40 jetzt mein größter Gedankenpunkt. Einfach, was bin ich und was ist die Gesellschaft? Wie kann ich sein, ohne dass mich die Gesellschaft auch ausschließt? Weil natürlich ist anders sein ein Ausschlusspunkt und man schaut mich dann an und sagt, wie komisch ist denn die oder was weiß ich was und das ist nicht nur, weil ich lesbisch bin, sondern auch, da gibt es tausend Gründe, warum man jemanden ausschließen kann. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich glaube, es ist ein bisschen gesellschaftlich, aber auch ganz cool, dass die Leute es einfach machen, dass sie sagen, so, ich probiere das jetzt mal anders. Ich bin jetzt mal ein Jahr lang, bin ich einfach ein Mann und du musst sagen, dass ich ein Mann bin. So, und dann spielen sie das mit und das finde ich super schön. Ich weiß nicht, was der Jürgen denkt, aber ich denke, das ist total toll, um sich zu entdecken. Wie erlebst du das, Jürgen, in deiner Arbeit mit den Jugendlichen? Jetzt natürlich, bei mir ist es nochmal ganz speziell, weil wir ein queeres Jugendzentrum sind. Und ich deshalb vor allem mit Jugendlichen zu tun haben, die sich eben auch die sich nicht als heteronormativ fühlen. Aber generell würde ich sagen, eine Modeerscheinung glaube ich nicht, dass es ist. Ich glaube, dass jetzt sichtbar wird, was vor 20 Jahren, oder was erst die Frauenbewegung war dann die schwul-lesbische Bewegung. Und jetzt ist es, glaube ich, die Transbewegung. Das heißt, es wird einfach viel mehr sichtbar. Früher hat man ja auch geglaubt, es gibt keine Schwulen und keine Lesben. Ich sehe ständig Schwule und Lesben, auch wenn ich in meinem Dorf, in meiner Heimatgemeinde rumgehe, kenne ich viele Schwule, von denen niemand weiß, dass sie schwul sind. Die hat es immer schon gegeben, die waren nur nicht sichtbar. Und so ist es, glaube ich, auch mit den verschiedenen geschlechtlichen Identitäten. Das ist das eine, glaube ich. Und das zweite ist, wir leben halt in einer pluralistischen Gesellschaft. Wir können uns mehr ausprobieren. Wir können einfach mehr mit uns spielen. Wir kreieren ja unsere Identitäten, nicht nur was das Geschlecht anbelangt, sondern das machen wir ja auch beruflich. Also ich muss jetzt nicht mehr das werden, was mein Vater geworden ist, sondern ich habe da einfach mehr Spielmöglichkeiten. Und ich denke, das ist auch schön und schließe mich dann Martina an, wenn jeder so sein kann, wie er will.
will. Und dann ist es gar nicht wichtig, ob er jetzt männlich, weiblich, trans, inter, bi ist, sondern er ist einfach Mensch, glaube ich. Und deshalb denke ich mir, eine Moderscheinung ist es nicht, sondern es ist vielleicht endlich, wird das sichtbar, wie der Mensch eigentlich schon ist. Und der Mensch ist bunt, die Menschheit ist vielfältig, jeder von uns ist anders. Und ich finde, heutzutage sollte jeder so sein dürfen, wie er möchte. Ja, also das ist vielleicht in den Großstädten so. Ich glaube, am Land haben es Jugendliche ein bisschen schwerer. Also du hast ja selber gesagt, wenn du in Südtirol bist, du, vielleicht habe ich es am Anfang gar nicht gesagt, Jürgen ist ein migrierter Südtiroler, der eben in Köln lebt. Wenn du in Südtirol bist, wie erlebst du es hier, Jürgen? Ist es wirklich auch hier mittlerweile so leicht geworden, die eigene Nicht-Heteronormativität zu leben? Oder tue ich mich schwer, diese Frage zu beantworten. Tatsächlich merke ich schon aber, dass sich in Südtirol was tut. Das merke ich. Ich habe die Oberschule für Landwirtschaft besucht in Auer. Damals fand ich, gab es überhaupt das Wort Homosexualität nicht. Ich habe das nie gehört im Laufe der Schullaufbahn. Und jetzt habe ich mal auf Facebook gesehen, dass sie bei einer Sportveranstaltung gab es so ein Siegertreppchen und der Sieger auf dem ersten Platz und der zweite Sieger, die haben sich haben Händchen gehalten und das haben sie auf Facebook auch gezeigt. Da dachte ich mir, krass, da hat sich schon ganz viel in den letzten 20 Jahren getan. Ich glaube, das auch mit der zivilen Ehe hat nochmal was verändert in Italien generell. Das ist einfach damit mehr zum Thema geworden. Und natürlich wird ja auch in Südtirol ganz viel deutsches Fernsehen zum Beispiel geschaut. Also ich glaube, dass Südtirol sich auf den Weg macht, liberaler wird, aber gleichzeitig, gerade auf dem Land, glaube ich, und das ist nicht nur in Südtirol so, ist es für viele Jugendliche schwierig, Anschluss zu finden oder überhaupt jemanden zu finden, Gleichaltrige zu finden. Ich habe davor gesagt, wie wichtig diese gleichaltrigen Gruppe auch von entwicklungspsychologischer Sicht ist. Und das fehlt. Es gibt in Bozen den Centaurus mit einer Jugendgruppe, aber da muss man halt nach Bozen hinkommen. Dann ist es, glaube ich, noch draußen oder ist es immer noch draußen in der Industriezone. Das heißt, wenn ich vom Pustertal nach Bozen will, als 15-jähriger Jugendlicher, sind das ganz lange Wege. Das heißt, es bräuchte eigentlich in jeder großen Stadt in Südtirol eine eigene Jugendgruppe, damit LGBT-Jugendliche eben auch Anschluss finden, Gleichaltrige kennenlernen und die Jugend so erleben können, wie es eben auch Jungs und Mädels tun können, sich ausprobieren können, sich annähern können und eben auch so austesten können, wer bin ich denn überhaupt und wen möchte ich als vielleicht als Partner oder Partnerin haben. Gitta, die Schweiz ist ja auch bekannt für ein, würde ich sagen, so religiöses, konservatives, ländliches Milieu. Wie ist eigentlich dein Film angekommen? Ja, also ich meine, die Kinovorführungen wurden ja unterbrochen, aber der Film ist eigentlich sehr gut angekommen. Aber was man halt schon sagen muss, die religiöse Seite und vor allem zum Beispiel die Freikirche, die ja vor allem junge Menschen anspricht, die toleriert Homosexualität nicht, immer noch nicht, oder? Und da gibt es wirklich immer noch sehr viele Leute, die das nicht tolerieren. Also das darf man nicht sehen. Und ich glaube, jemand, der oder die in dieser Community aufgewachsen ist, hat es einfach wahnsinnig schwierig. Also von dem her denke ich, es ist nicht einmal unbedingt eine Landstadt. Es hat schon etwas zu tun, wie liberal die Eltern sind, wie liberal das Umfeld ist, etc. Was ich noch sagen möchte, ist eigentlich nochmals zum Thema normal. Also ich glaube, wir müssen schon sehen, dass wenn alle Minderheiten sich zusammenschließen, sind sie eine Mehrheit. Und dann wird der Begriff normal sehr, wie soll ich sagen, relativ. Mhm. Ja, in der Psychiatrie sagt man auch, Normalität ist überbewertet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Spruch, um zu definieren, also um ja klar zu sagen, dass eigentlich eh so wie Martine auch vorher gesagt hat, wer ist schon normal? Ja. Wenn wir uns genauer anschauen, ist ja die Frage. Aber wir wollen uns alle insofern
normal fühlen, dass wir in der Community, wo wir halt gerade leben, akzeptiert und aufgenommen werden. Und dass wir für diese Community insofern normal sind, dass sie uns einfach akzeptieren und annehmen. Und das ist ja das, was in dieser türkischen Familie einfach so krass war, oder? Also dieser junge Mann, der da heimlich in die Türkei, oder heimlich, der in die Türkei gebracht wird, ohne dass ihm gesagt wird, dass er dann dort eine Ehe eingehen muss. Und diese arme junge Frau, die ihn schon als Kind kannte, die ihn auch sehr mochte, weil sie waren offensichtlich sehr gut befreundet. Und plötzlich muss sie ihn heiraten, damit die Familie einfach einmal jedes Gemurmel über ein eventuelles Schwulsein stilllegen kann. Sind diese Realitäten wirklich noch so? Ist das ja, die sind leider immer noch so und zum Teil sogar noch viel schlimmer. Also ich habe natürlich dann mit einigen Menschen zu tun gekriegt, die mir auch ihre Geschichte erzählt haben. Und es ist immer noch so, dass sie zum Teil zu Psychiatern geschickt werden, um quasi normal zu werden. Also es ist wirklich zum Teil recht krass. Schlimm. Im Film ist es immerhin so, dass die junge Frau ja doch durch diese Heirat auch ihr Ziel verwirklichen kann. Sie möchte und das gelingt dir in diesem Sinne. Ja, das ist ja auch, also die letzte Szene fand ich ja auch so rührend, oder? Wenn sie da alle drei so diese Zukunft planen, gemeinsam als WG, als, und wo die Frau dann auch sagt, ich will aber ein Zimmer für mich haben, ja, wo es dann fast offensichtlich wird, dass das für sie auch etwas ganz spannend und Neues ist, was sie wahrscheinlich noch nie hatte. Und es ist einfach ja sehr rührend, dass sie dann halt auf diese Art und Weise ihre gemeinsamen Ziele erreichen. Jürgen, du lebst in einer Großstadt, wo es sicher auch in diesem Queer-Jugendzentrum auch Jugendliche gibt, die aus anderen Kulturen kommen. Kannst du da irgendwie so ein allgemeines Bild geben? Was sind denn die größten Schwierigkeiten, die Jugendliche haben mit der Akzeptanz in ihrer eigenen Kultur, Familie, auch in Deutschland? Ja, also Ich glaube tatsächlich, je konservativer Familien sind und auch je religiöser Familien sind, umso schwieriger wird das. Das hat aus meiner Sicht sehr viel mit Religion zu tun. Und im Film war es jetzt, waren es Muslime, aber wie gesagt, das kann auch bei Katholiken sein, das kann auch bei Juden sein. Wir müssen nur zum Beispiel jetzt nach Polen schauen, mitten in Europa, wo es LGBT-freie Zonen mittlerweile gibt, ganz eine schlimme Politik gemacht wird, wo ein homophober Wahlkampf gemacht worden ist. Auch dort sind christlich-rechtskonservative Leute an der Macht. Letztes Jahr wurden, glaube ich, über 45 Aktivistinnen dort festgenommen und eingesperrt. Der Außenminister dort spricht von einer Zivilisation des Todes. In der Schule darf nicht mehr über LGBT gesprochen werden. Es wird ein sehr christliches Weltbild nur vermittelt. Es wird kein Sexualkundeunterricht mehr gemacht, so wie es die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. In Ungarn wird momentan eine Hetzjagd gemacht auf Schwule und Lesben. Und dann macht es wenig Unterschied, ob die jetzt in Köln leben, wenn es vielleicht eine Familie ist, die eben auch christlich konservativ zum Beispiel ist und aus Polen kommt, aber hier lebt, dann ist es häufig kein Unterschied. Das heißt, es hat wirklich mit diesem Weltbild zu tun und mit dieser Weltanschauung zu tun, eine Verleugnung aus meiner Sicht der Wissenschaft. Einfach, die Leute haben aus meiner Sicht nicht gemerkt, dass sich da viel getan hat und sich die Gesellschaft ändert und immer noch so auf die christliche oder katholische oder muslimische Lehre zurückgreifen, obwohl wir das auch wissen, dass in fast keinem Buch, nicht in der Bibel, nicht im Alten Testament, nicht im Koran, findet man so gut wie gar nichts zum Thema Homosexualität. Und wenn, dann muss man das sehr stark suchen und so interpretieren, wie man es interpretieren will. Genau, es hat viel mit Macht zu tun auch. Da will man ein bestimmtes Weltbild aufrechterhalten. Genau, das ist dann auch mitten in Köln, wenn man aus so einem Elternhaus kommt. Ich weiß nicht, ob ich so ganz seine Frage beantwortet habe. Oh ja, sicher. Aber ich würde die Frage auch an Martine weiterspielen. Martine, was erlebst du? Was sind die größten Schwierigkeiten, mit denen Jugendliche, die eben nicht der Heteronormativität entsprechen oder entsprechen wollen,
mit welchen Schwierigkeiten haben Sie zu kämpfen in Ihren eigenen Ursprungsfamilienkulturen? Ja, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Begriff Kultur und ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff, also mit irgendwie Herkunftskultur, weil, und das war eigentlich eine Frage, die ich Gitta fragen wollte, weil das ist ein ganz, ein bisschen so eine wie sie damit umgegangen ist, dass sie einfach über eine Kultur gesprochen hat, die nicht die ihre ist. Also ich finde, Kultur wird immer wieder benutzt als Ersatz für Rasse oder irgendwie die andere Kultur. Das ist dann etwas Schlechtes und etwas Rückläufiges oder irgendwie. Und ich glaube schon, dass, wie der Jürgen gemeint hat, dass Homophobie und der Ausschluss von andersartigen Menschen auch in Südtirol und in Italien und in Deutschland und eben wo tut man denn das Ding hin, wo man sagt, so ab hier sind alle normal und wenn man weiter rausgeht, dann sind sie alle unnormal. Das kann man ja immer überall hinsetzen. Wenn ich jetzt sage, mein Ding nach Istanbul setze, dann und ich kenne einige LGBTQ-Menschen in Istanbul zum Beispiel, die würden sagen, sie leben wie in New York und haben überhaupt kein Problem, ja. Deswegen finde ich Kultur sehr problematisch. Und es ist aber schon so, dass ich der Meinung bin, und jetzt benutze ich dann natürlich feministische Worte, aber dass je patriarchaler eine Gesellschaft ist, also je normisierter das ist, wie man sein muss, das ist, wie man zu tun hat, Frauen sind so, Männer sind anders oder Klassengesellschaften, die ganz, ganz stark sind, je mehr das einfach nicht reflektiert wird, desto komplexer ist dann die Tatsache, im öffentlichen Leben Rechte zu haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir in Italien immer noch eine zweiklassige Ehe haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir immer noch Schwierigkeiten haben, zum Beispiel, wenn wir Kinder haben, die gemeinsam aufzuziehen. Das ist dann alles, wird also das öffentliche Leben als Mensch, der LGBTQI ist von Normen im Sinne von Gesetzen als zweiklassiges Leben gekennzeichnet. Und deswegen braucht man nicht in irgendwelche Kulturen rumlaufen und schauen, was bei denen los ist, sondern wir sollten mal schauen, wie es bei uns los ist, was bei uns los ist und verstehen, dass diese Art des Ausschlusses in allen Kulturen und eigentlich in der menschlichen Psyche eigentlich drin ist, ja, als evolutionspsychologisch ist es halt so, dass wir andere Leute suchen, die wir dann schlecht reden wollen. Ob es jetzt Homosexuelle sind oder Ausländer oder irgendwelche anderen Leute. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass man sagt, versuchen wir gemeinsam einfach zu schauen, dass es allen gut geht. Und wenn du Person aus der Türkei mir als Frau sagst, was ich zu tun habe, dann gehst du mir auf die Nerven. Wenn du aber von der Türkei kommst und sagst, nee, ich bin für die Freiheit für alle und alle sollen miteinander leben, dann bist du klarerweise, mag ich dich, aber das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt von der Türkei kommst oder nicht, sondern einfach, weil du ein Depp bist. nee, das war jetzt kein dummes Wort, aber ihr versteht, was ich meine. Und ich kann leider im Moment nicht über Jugendliche sprechen, weil ich nicht so viel Kontakt habe mit denen im Moment. Okay. Gitta, du hast eben am Anfang gesagt, diesen Film hat es noch gebraucht. Was glaubst du, braucht unsere Gesellschaft, damit ein Film wie deiner überflüssig wird? Ich möchte jetzt erstmal noch schnell auf Kultur eingehen, weil es ist ja nicht so, dass ich einen Film über eine andere Kultur gemacht habe, sondern ich habe einen Film über Menschen in der Schweiz gemacht, letztendlich. Ich wollte aber zeigen, woher diese zum Teil patriarchalische Einstellung kommt. Und ein Teil des Filmes, das hoffe ich auch, ist, dass man besser versteht, warum die Eltern so sind. Dass man sieht, aus welchem Dorf sie kommen und was dort noch für Werte sind und dass vielleicht Eltern nicht so schnell, wenn sie in die Schweiz kommen, ihren ganzen Wertedings einfach so über den Haufen werfen können. Also mir ist es wirklich ein Anliegen, dass man beide Seiten versteht. Und es ist ja auch so, dass die Jugendlichen, also sein Kumpel im Film, ist ja völlig auf seiner Seite, oder? Da ist ja etwas passiert in dieser Generation und in diesem Wechsel. Ich denke, es geht generell einfach auch darum,
dass, also mir jetzt, dass man ein bisschen hinschaut und sagt, okay, warum passiert denn so etwas? Warum sind denn Eltern so? Warum kommen sie auf solche Ideen? Und dann natürlich auch, wie können wir so etwas ändern? Oder? Also, und für das braucht es diese Filme. Okay. Jetzt habe ich aber die andere Frage vergessen. Macht nichts, das passt. Das war einfach auch passend, weil du auf das eingegangen bist, was Martine gesagt hat. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen kurzen Appell an alle Zuseherinnen und Zuseher machen, wenn ihr direkt Fragen stellen wollt an die Regisseurin, an Gitta Gsell, an Martine Di Biasi oder an Jürgen Bieger, tippt es einfach ein. Wenn ihr auf Facebook seid, einfach bei den Kommentaren. Wir haben hier die Technikerin, die neben mir mit Computer und Mundschutz sitzt, die Angelika König, und sie wird dann die Fragen uns einschalten, sodass wir sie auch sehen. Also bitte, wenn einfach Fragen, Kommentare sind, sind gerne willkommen. Ich würde euch auch eine letzte Fragerunde auch noch mal so durchgehen lassen. Ganz besonders an Martine und Jürgen. Was braucht eurer Meinung nach die Südtiroler Gesellschaft, damit ihr in 10 Jahren sagen könnt, wow, es hat sich wirklich viel getan in Richtung positives Akzeptieren oder wie man das nennen will? Jürgen? Ich wollte dir den Vortritt lassen, weil es immer schwierig ist, wenn man so 10 Jahre weg, nicht mehr dort lebt, dann darüber zu urteilen. Aber ich glaube, weil es nicht nur für Südtirol ist, sondern generell, ich glaube, wir müssten einfach mehr in Bildung investieren in diesem Bereich. Das heißt, Lehrer und Lehrerinnen müssten dafür besser ausgebildet werden, Kita-Personal muss besser dafür ausgebildet werden, Jugendarbeit. Und da geht es ja nicht um die Vermittlung von Wissen, sondern da geht es um die Vermittlung einer Haltung. Und das, glaube ich, muss einfach mehr gemacht werden in der jungen Generation. Dann verändert sich einfach so langsam etwas. Das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten. Da muss aber auch mehr Geld in die Hand genommen werden, das vielleicht Richtung Landesregierung, sonst geht das nicht. Und Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit muss erhöht werden. Und deshalb bin ich so dankbar, dass heute diese Veranstaltung stattfindet, dass dieser Film gezeigt worden ist, dass wir heute da sprechen können, weil es wichtig ist, dass wir sichtbar werden. Auch für LGBT-Jugendliche ist das extrem wichtig, damit sie wissen, sie sind nicht alleine. Es gibt noch andere. Und das sind so zwei Dinge. Die Medien könnten viel dafür machen, auch die staatlich subventionierten Medien könnten da mehr machen. Ich will da keine Tageszeitung per Namen nennen, aber man kann da auch vielfältiger die Gesellschaft abbilden, so wie sie wirklich auch ist und nicht so, wie man sie haben möchte. Und ich glaube, alle, die in der Politik tätig sind, in Vereinen tätig sind, könnten da was machen und müssen da auch was machen. Ich glaube, da passiert schon das eine oder andere. Ich glaube, Martine, da kannst du mehr berichten. Ich kriege da schon mit, dass da was passiert, aber da muss noch mehr passieren, weil es gibt ungefähr 5-10% der Südtiroler und Südtirolerinnen sind LGBTIQ. Das ist schon eine große Zahl. Und ich glaube nicht, dass die entsprechend sichtbar sind. Ja, ich würde mich total dem Jürgen anschließen. Ich bin ja sehr dankbar dafür, dass es das Internet gibt und dass Menschen sich einfach informieren können. Und ich möchte einen persönlichen Appell eigentlich aufwerfen, weil es geht nicht nur darum, dass die Politik, dass die Medien, dass irgendwie irgendwer was machen soll, sondern wir alle sollten was machen. Und zwar, ich rede jetzt von cisgender, heterosexuellen Menschen, die zum Beispiel in Südtirol sich noch nicht trauen, wenn das Gendarmerie zum Beispiel ein CSD macht oder irgendeine Mahnwache gegen Transphobie, Homophobie und so weiter. Sie trauen sich nicht, da mitzugehen. Das sind alles nur, die meisten sind schwul-lesbische Menschen, Transsexuelle und Bisexuelle und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, Ich bin mal an einem Stand gestanden, wo schön Staus drauf stand und Flaggen und so. Und da kam ein Herr, der hat einen Italiener. Und man hat ja immer so ein bisschen Stress, dass jemand kommt und schimpft. Und dann ist der gekommen und hat gemeint, nein, ich finde es total toll, was ihr macht, weil mein Sohn ist auch schwul. Und dann sage ich, ja super, ja dann geh halt mit uns, nicht? Und mach, nee, das macht er nicht.
Und das sind die Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind. Und ich denke, wenn man homophobe Ausdrücke hört, wenn man in der Bar ist oder irgendwie im Restaurant, dann muss man was sagen. Wenn jemand irgendeinen blöden Witz macht, dann muss man sagen, nee, das mag ich nicht, ich mag solche Witze nicht. Und es ist total wichtig, dass es zum Beispiel weiße, reiche Männer machen, weil die sind die, die die Macht haben. Und wenn der mir dann sagt, nee, das ist blöd, was du da gerade machst, weil du schließt jemand aus, dann sitze ich da und denke mir, wenn die Martine, die lesbische Frau, sagt, nee, du sollst die Lesben nicht verarschen, dann bringt das überhaupt nichts. Ja? Es geht einfach darum, dass jeder Mensch, Frauen, Männer, Transgender oder nicht, dass man halt einfach sagt, nee, also ich sage dir, das mag ich nicht. Ich mag nicht, wenn du das so tust. Ausschließen ist nicht gut. Egal, ob es jetzt Homosexualität ist, ob es Migration ist, ob es Menschen mit Behinderung sind, ob es Menschen sind, die ein bisschen fester sind. Also das geht einfach nicht. Und da muss man einfach was machen und sich einsetzen auch. Und sich auch selbst informieren, würde ich sagen. Wenn ich nicht weiß, was Cisgender heißt, dann gehe ich es mal anschauen. Ja? Oder und ich mache das ja auch mit Menschen, die zum Beispiel aus Afrika kommen und wo es um Rassismus geht, wo ich ganz viele Sachen einfach nicht weiß. Das mache ich, weil ich will eine Person sein, die inklusiv ist. Und darum geht es ja nicht. Also das ist jetzt ein bisschen das, was ich sagen wollen würde, dass wir alle Verantwortung tragen. Ja, das gilt, wie du sagst, für alle Bereiche. Also ich denke mir auch immer wieder, wenn wir über Gewalt an Frauen reden, solange Frauen über Gewalt an Frauen reden, werden wir ja nichts ändern. Es sollen endlich die Männer auch anfangen, zu den Männern sprechen. Und dann kann sich vielleicht irgendetwas bewegen. Und das ist eigentlich das Gleiche, was du sagst. Ja, also es müssen eigentlich alle Menschen sich dafür einsetzen, weil wenn einfach die lesbische Frau sagt, du sollst Lesben nicht beleidigen, ja, naja, okay. Aber danke für diesen Appell. Ich glaube, der ist sehr wichtig und ist auch angekommen. Gitta, ein Schlusswort für diesen Live-Talk. Also ich denke, wir haben viel über Themen diskutiert, die inhärent waren zu deinem Film, aber dann halt wenig direkt zum Film. Gibt es irgendetwas, was du dann eigentlich auch noch erzählen wolltest über den Film, über die Dreharbeiten, über wie es gelaufen ist? Ja, ich möchte, dass möglichst viele Leute den Film schauen. Die Dreharbeiten waren toll, auch die Dreharbeiten in der Türkei. Wir konnten natürlich nicht mit unserem Originaldrehbuch dort drehen, weil wir sonst keine Bewilligung erhalten hätten. Aber die ganze Crew und auch alle Schauspieler mit Speaking Part waren informiert, um was es geht. Und wir haben absolute Top-Leute für dieses Projekt bekommen. Wir sind ja ein Kleinbudgetfilm, einfach weil sie für dieses Thema arbeiten wollten, weil sie diesen Film extrem wichtig finden. Und wir haben einfach auch aus der türkischen Community, aus der Gay-Community natürlich vor allem riesigen Zuspruch, dass endlich mal auch in ihrer Community darüber gesprochen wird. Mhm. Also von dem her, ja, nein, es war toll. Ja, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr irritiert. Ich habe mich nicht ganz an das gemeinsam vereinbarte Protokoll gehalten und die Fragen sind einfach so entstanden im Laufe des Gesprächs. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich möchte mich auch noch bei den Veranstaltern noch bedanken. Also dieser Film ist eigentlich entstanden als Kooperation zwischen Filmfestival und das Netzwerk Gewaltprävention, weil eben viel diskutiert wird in letzter Zeit bei der Gewaltprävention über Diskriminierung und Diskriminierung von vielen, vielen verschiedenen Bereichen und Facetten. Und dieser Film war eben ganz, ganz wichtig auch, um noch diesen Aspekt, den wir jetzt besprochen haben, sichtbar zu machen. Okay, dann bedanke ich mich auch noch bei der Technik, die eben hier neben mir sitzt. Die können Sie nicht sehen, aber sie ist da. Und ich hoffe, es war für euch kurzweilig und spannend. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und vielleicht noch einen schönen Filmabend. Heute laufen noch die Filme vom Filmfestival und morgen auch noch. Die sind online zu sehen. Einfach unter Programm alle Filme aussuchen und schauen. Danke. 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 Okay, tschüss.